Mann, Leute, heute ist so ein schöner Tag. Es ist wunderschönes Wetter. Und schaut mal, wie süß. Hier sind kleine Schweinis. Oink, oink, oink. Oh Mann, Leute, ich wollte schon immer ein Schwein haben. Eigentlich muss ich das mitnehmen. Ich glaube, da würden sich meine Freunde bestimmt drüber freuen, Leute. Hm, Schweini kommt zu mir. Wir müssen beste Freunde... Warte mal. Nein, nein, nein. Hört ihr das auch? Da kommt irgendwas. Oh nein, das klingt nach richtig großen Kreaturen. Und richtig viele. Oh nein, nicht schon wieder, Leute. Ich glaube, die Monster sind ausgebrochen. Ich dachte, wir haben sie alle besiegt. Oh nein, ich muss ganz schnell meinen Freunden Bescheid geben. Wir müssen eine sichere Base bauen. Oh nein, kommt schon, Leute. Wir müssen in Sicherheit. Oh nein, ich muss... schnell zu meinen Freunden. Braxy, Braxy. Ja, was los? Oh, komm zur Militärbasis sofort. Schnell, schnell, schnell. Hä, was ist denn passiert? Braxy, komm schon! Oh. Braxy, wo bist du? Hä, Lumi, wer bist du? Wieso sind hier so viele die Lumis? Die sind schon drin, komm jetzt in die Base rein! Oh. Ich komm! Lass Lumi in Ruhe! Ich muss zumachen! Okay, okay! Lauf, lauf, lauf! Ja, Braxy, du musst rennen, komm schon! Renn um dein Leben! Oh mein Gott, was ist hier los? Oh, ich weiß es nicht, Braxy! Da war so ein Professor und der hat ganz viele Klone aus mir gemacht! Wir müssen die töten. Lumi in Ruhe. Ich helfe dir, Lumi. Du machst das gut, Braxy. Lass Lumi in Ruhe. Oh Mann, oh Mann. Renn, 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 Lumi. Du musst rennen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Braxy, komm schon. Ich hab schon einen. Komm, lauf, lauf. Du läufst so schnell. Oh, lass Lumi in Ruhe. Du auch, du blöd Mann. Schau mal, da hinten sind ein paar Sachen. Wir müssen uns irgendwas... Oh, Braxy, nein, hör auf zu weinen. Wir schaffen das. Wir... Komm schon mit, Braxy. Wir bauen uns da hinten irgendwas zusammen. Wir müssen irgendwas bauen, damit wir sicher sind gegen diese ganzen Lumis. Ich habe hier so eine rostige Luke, Braxy. Schau mal. Daraus können wir uns einen Bunker bauen. Warte mal. Lass hier mal ein Loch graben. Helf mir mal, Braxy. Komm schon. Oh, genau so. Okay. Ich mach da jetzt die Luke hin, okay? Ja, let's go. 3, 2, 1... Und... Oh. Das sieht ja oberhammermäßig aus. Oh ja. Mach auf. Mach auf. Braxy, du musst mir helfen. Das ist zu schwer. Ich krieg das doch gar nicht auf. Komm schon. Bei 3. 1, 2, 3. Zack. Und drück. Das ist perfekt. Da können wir uns einen richtig krassen Bunker bauen. Okay, Braxy, ich gebe dir jetzt hier ein paar Sachen. Schau mal, ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht, ich habe Laser, ich habe einen Laptop, ich habe so viele Sachen. Nimm mal ein paar Sachen davon und dann müssen wir jetzt hier schnell einen kleinen Bunker bauen. Okay, das sieht gut aus. Okay, okay, Braxy, ich würde sagen, du machst hier unten weiter, baust dir jetzt einen kleinen Tunnel am besten und ich mache oben ein bisschen sicher, weil wir müssen die Bunkertür auch noch irgendwie sicher machen. Okay, Braxy? Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Du schaffst das. Vorsichtig. Mach ich. Okay, okay. Was mache ich als erstes? Ich glaube, als allererstes mache ich einen kleinen Graben mit Lava hier drum, damit der Bunker ein bisschen besser geschützt ist. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir haben doch Wasser. Ich mache kurz Obsidian und dann bauen wir noch einen Laser hier rum, damit das auch wirklich sicher ist. Und ich schaue mir so lange mal an, was du unten gebaut hast. Okay, Braxy? Okay, also ich habe nur eine Höhle gemacht. Hörst du mich? Oh, Braxy, es ist aber ziemlich hallig hier unten. Ja, ich habe auch eine Riesenhöhle nur gemacht. Also ich habe noch nicht wirklich gebaut. Ah, okay. Ich schaue mir das an. Okay, Leute. Was auch immer Braxy hier okay, er ist ja echt noch nicht weit. Ich mache jetzt hier so eine Dreierwand rein. Genau so. Und jetzt nehme ich diese Hightech-Tür. Pass ganz genau auf und... Oh nein. Ah, die ist zu schwer. Ich krieg das nicht hin. Und ich brauche Braxy seine Hilfe. Braxy! Hast du mich gerufen? Ich brauche deine Hilfe. Komm schnell runter. Okay. Drück. Und ich glaube, ich... Ja. Oh, das ist eine coole Tür. Oh, Braxy, die ist ja ultimativ sicher. Schau mal, wie die aufgeht. Oh, Braxy, da haben die Lumiklos keine Chance. Schau dir das an. Niemals. Okay, okay. Dann
Bau du bitte jetzt hier unten noch einen Raum hin, Braxy, mit ganz vielen Betten und Fässern, damit wir alles sicher lagern können. Und ich kümmere mich oben um den Laser, okay? Okay, okay. Ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt hier überall Stacheldraht hingemacht. Guckt euch das an, Leute. Sieht das nicht gut aus? Okay, ich war jetzt kurz neuen Laser holen. Und dann werden wir das jetzt richtig sicher bauen. Oh, Braxy, das hast du super gemacht. Dankeschön. Danke. Okay, okay. Schau mal. Jetzt machen wir hier überall Laser hin. Und zack. Da auch nicht vergessen. Ups. So richtig? Genau so. Schaut euch das an, Leute. Dagegen haben die Klone hoffentlich keine Chance, Braxy. Niemals. Und du hast hier sogar noch die Waffen. Ja, komm schon. Wir dürfen jetzt nicht aufhören. Wir müssen konzentriert bleiben. Wir müssen jetzt hier überall Laser hinmachen. Und hier und da. Genau so. Okay, okay, Braxy. Ich würde sagen... Ah! Oh. Braxy, Lumi, was ist los? Hilfe! Oh. Oh. Lumi, aufstehen! Oh, oh Braxy... Oh, ich war kurz in Gedanken. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Klone wieder hinter mir her sind, Braxy. Oh, wir müssen uns beeilen. Weißt du, warum du das hattest? Ich habe mal gelesen, dass wenn man einen Klon hat, dass die Klone dann das denken, was du denkst, was du gedacht hast, wenn du das denkst. Das heißt ja, vielleicht bin ja gar nicht ich. Vielleicht bin ja ich ein Klon. Woher weiß ich, dass ich bin? Nein. Du, mir geh weg. Braxy. Okay, sag mal, wann habe ich Geburtstag? Du kannst mir doch immer vertrauen. Du hast am 5.9.2011. Okay, was ist meine Lieblingsfarbe? Gelb. Ja, okay, ich glaub dir. Du bist der Beste, komm schon. Ich wusste, dass du an mich glaubst, Braxy. Und jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren. Okay, Braxy, das sieht unwerfend aus. Guck dir unseren Bunker an. Das ist der Oberknaller. Da wird niemand reinkommen. Kein Klon wird rein hier kommen. Braxy? Ja? Oh, oh. Hast du das gehört? Da ist irgendwas kaputt gegangen. Hast du das? Das war irgendeine Explosion. Oh, oh. Oh nein, meinst du, die Klone kommen? Ich glaube, die Klone sind gleich da. Oh. Schnell, Beeilung. Okay, okay. Schnell die Kameras platzieren. Da eine Kamera. Dann hier eine Kamera. Oh. Da auch eine. Und hier hinten auch noch eine. Lumi, 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 du musst die verbinden hier. Du hast recht, Braxy. Okay, 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 Leute. Einmal zack. Mit allen Kameras. Und schaut euch das an. Jetzt kann ich hier reingucken. Und jetzt sehe ich immer, was vor unserem Bunker passiert. Okay, Leute, wir haben jetzt alle Kameras platziert. Ich glaube, wir sind startklar. Ich werde jetzt hier noch eine passwortgeschützte Truhe hinmachen. Das Passwort machen wir 2233. 2233. Und da mache ich jetzt alles Sichere rein, was wir noch brauchen. Ich glaube, was ist wichtig? Vielleicht eine Blume, falls es keine Blume mehr geben sollte, weil die Klone alles vernichten? Ich weiß nicht. Macht das Sinn, Leute? Weil was ist, wenn es danach kein Grünes mehr gibt und alles schwarz wird und alles verdirbt? Dann brauchen wir noch eine Blume. Das ist eine gute Idee. So, die machen wir hier rein. Die Blume könnte uns eines Tages retten. Okay, okay. So, ansonsten die Kettensäge nehme ich doch mit. Okay, okay. Treibsand nehme ich auch noch mit. Und ich nehme hier diese Spike Traps auch noch mit. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier unten alles ready gemacht. Habe noch ein paar Fässer aufgestellt und einen Teppich. Braxy macht gerade oben alles fertig. Und ich glaube, dann sollten wir ein für alle Mal bereit sein, gegen die Klone zu kämpfen. Braxy, ich bin da... Oh, beeil dich, Lumi. Warum? Warum ist der Alarm angegangen? Dreh dich um. Nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh, das schaffen wir nein, niemals, nein, nein, Braxy. Doch, wir schaffen das. Oh, oh, das sind viel zu viele. Guckt euch diese Armee voller Lumis an. Oh, Braxy. Oh, okay, die kommen jeden Moment her. Bist du drauf vorbereitet? Ja, aber darf ich meine Waffe wieder haben? Danke, Mann. Okay, okay. Gut, Braxy, rüst deine Waffe aus, es geht los. Oh, die kommen immer näher. Los. Oh Mann, Leute, die sind gleich da. Oh, weia. Oh, Braxy, die sind da. Oh, Lumi, die kommen. Oh, weia. Oh, schieß, Braxy, ich schieß. Nimm das. Oh Mann, Leute. Jetzt ist es an der Zeit. Jetzt wird sich entscheiden, ob unser Bunker ausreicht. Nimm das, Lumis. Oh, Mann. Das bin alles ich, Leute. Das kann nicht sein.
Ich darf das nicht zulassen. Nimm das. Oh, ich muss nachladen. Komm schon, komm schon, komm schon, Braxy. Das sind viel zu viele. Schieß. Wir schaffen das. Braxy, die Bunkertür ist noch auf. Wir müssen die zumachen. Schnell, schnell, schnell. Dass da einer reinkommt. Okay, Braxy. Ich habe die Bunkertür zugemacht. Beeil dich, hier ist noch einer. Ihr müsst jetzt alle ein Like da lassen, damit wir das schaffen. Da hinten sind noch richtig viele. Okay, okay. Hier sind auch noch ein paar. Nehmt das. Komm schon. Nehmt das. Zack, weg mit dir. Und du auch. Komm schon, nehmt das. Nehmt das, Lumis. Muss wieder nachladen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das sind immer noch viel zu viele. Braxy, wie sieht's bei dir aus? Oh, ich habe gleich keine Munition mehr. Wir müssen uns das einfallen lassen. Ich schieß weiter. Oh, meine Munition ist gleich alle. Ich muss nachladen, Leute. Komm schon, Braxy, schieß. Ich schieß ja schon. Aber ich bin nicht gut im Schießen. Okay, ich hab ihn. Nimm das, genau. Du auch, weg mit dir. Oh nein. Da kommen immer wieder neue Braxy. Da hinten sind auch noch richtig viele. Aber die bewegen sich alle nicht. Ich glaube, die warten darauf, dass die hier tot sind. Und dann kommen die alle. Komm schon, weg mit euch. Ich kann uns Granaten bauen. Oh, vielleicht ist das unsere Rettung, Leute. Ich brauche aber Schwarzpulver. Oh, komm schon. Irgendwo hatten wir auch Schwarzpulver. Ja, hier ist Schwarzpulver. Okay, okay. Jetzt komm schon. Ich brauche ganz viele Granaten, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, okay. Das sollte ausreichen. Jetzt nichts wie hoch. Zumachen. Und jetzt schnell zu Braxy. Braxy, was Lumi. Ist da so laut? Lumi, komm schnell. Beeil dich. Hier ist einer drin, Lumi. Nein. Achtung. Nein, wie hier ist einer drin? Hinter dir. Oh. Wer ist der echt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist, schieß ihn doch ab, Braxy. Ha. Ich habe ihn, aber ich brenne. Oh. Mir geht's dir gut. Oh, ich weiß nicht, Braxy. Ich bin am Brennen. Nein, hat nicht... nein. Oh, es tut so weh. Nein, Lumi, halte durch. Okay, okay. Braxy, schau mal, was ich gebaut habe. Ich habe Granaten gebaut. Boah, wirf eine schnell. Ich habe eine geworfen, Braxy. Oh, die Entdeckung. Das hat geholfen, Braxy. Jetzt schieß schnell. Aber jetzt ist unsere Deckung kaputt. Ist dir egal. Das sieht gut aus, Braxy. Okay, komm schon. Oh, da ist noch einer. Pass auf. Ich schieß. Na, warte. Nimm das hier. Du bist der Beste. Braxy, es sind nicht mehr viele. Ich werfe noch eine Granate. Warte. Zack. Oh, geh in Deckung. Und zack. Oh. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Braxy, da hinten sind noch ein paar. Okay, okay. Komm schon. Braxy, wir haben es gleich geschafft. Es sind nicht mehr viele. Okay, wenn du sicher bist. Da hinten ist noch einer, den müssen wir noch abschießen. Du bist der Beste, du hast das gut gemacht. Oh, Braxy, wir müssen uns jetzt... Oh, die 19 gekommen, Braxy. Oh, schnell. Nein, hast du noch eine Granate? Ich werfe noch eine, warte, du hast recht. Und wirf. Ich habe noch eine geworfen, komm schon. Zack, da hinten auch noch eine. Perfekt, und jetzt schieß, Braxy, komm schon. Ich schieße schon. Wir haben es gleich geschafft. Da unten ist noch einer. Braxy, warte. Ja? Oh, oh. Warte, warte, Lumi, ich hab Wasser, ich hab Wasser. Ich brenne wieder. Danke. Braxy, wir haben es fast geschafft. Braxy. Ja, oh mein Gott. Oh, Braxy, komm schon, das sind die Letzten. Schieß sie ab, komm schon. Oh, ich habe gleich keine Munition mehr. Ich muss auch nachladen. Die Letzten. Oh, Braxy, du hast mich angeschossen. Oh nein, Lumi. Warte, ich komm zu dir. Braxy. Sieht gut? Ja? Ja, also unser Bunker sieht nicht so gut aus. Aber schau mal, da hinten sind nicht mehr viele. Braxy, wir müssen da jetzt hingehen. Das sind die Letzten, komm schon. Braxy, okay, komm. Braxy, lass sie uns erledigen. Du nimmst die da hinten und ich nehme die, das sind neu gespawnt. Du musst die Spawner abbauen, Braxy. Schieß, okay, komm schon. Ich. Hinter dir. Oh, nimm das, Lumi. Und du nimmst das, nimm die Granate. Okay, okay, okay. Komm schon, Braxy, wir schaffen das. Oh, das war ein Huhn. Aber warte, Braxy? Oh. Ja? Ich glaube, Braxy, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, ja, wir sind die Besten. Und weißt du, warum wir das geschafft haben? Warum, Braxy? Weil alle geliked haben. Und weil wir zusammengehalten haben. Richtig. Braxy, aber schau mal. Unser Bunker,
Der sieht nicht mehr so ganz aus. Aber das Wichtigste ist, wir haben es geschafft. Das ist wichtig. Und richtig. Okay, okay. Leute, wir haben diese 1000 Klon-Lumis von mir überlebt. Leute, was ist hier los? Guckt euch das an. Hier sind überall Diamanten-Zombies. Oh. Oh, Leute, was soll ich denn nur machen? Die haben alle eine komplette Diamantenrüstung. Und die haben auch Schwerter. Und schaut mal, die wollen mich aufessen. Oh, ich muss schnell Praxi warnen. Vielleicht ist er zu Hause. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ein sicheres Haus bauen, um diese Zombie-Apokalypse zu überleben, Leute. Okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich zu Praxi komme. Okay, Praxi, ich werde kommen. Komm schon, Lomi, du schaffst das. Oh nein, komm schon. Jetzt oder nie. 3, 2, 1 und... Oh, guckt euch das an, Leute. Die verfolgen mich alle. Oh, das sind echt viele. Oh nein, die sind echt schnell. Ich muss mich beeilen. Praxi, ja, Praxi, ich komme. Oh, schnell, Leute. Das war echt knapp, Leute. Ich sag euch ehrlich, die Zombies hätten fast so mit mir gemacht. Oh, okay. Oh, schaut mal. Da vorne ist Praxis Haus. Oh, ich hoffe, Praxi ist zu Hause, weil ich muss Praxi unbedingt warnen, Leute. Oh, schnell. Wir müssen das Haus auf jeden Fall sicherer bauen. Okay. Oh, Praxi ist zu Hause. Komm schon. Praxi, mach auf! Schnell! Hä? Praxi, bist du da? Komm schon. Oh, Praxi, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Schnell, mach die Tür zu. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Was ist denn los? Beruhig dich. Lumi, nein, was ist los? Weißt du, eine riesige Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen, aber keine normale Zombies. Diamanten-Zombies voller Diamanten mit Schwertern. Diamanten-Zombies? Ja, voller Diamanten. Bist du sicher? Ja, mit Diamantenschwerter und so. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Praxi, wir müssen dein Haus hier unbedingt sicherer machen. Ich glaube, dein Eisengitter davon wird es nicht mehr lange standhalten. Praxi, hast du irgendwas da, um das Haus sicherer zu machen? Guck in die Truhe, vielleicht findest du da was. Praxi, du bist ja ein Genie. Du hast ja richtig viel gesammelt über die Jahre. Boah, Laser, Kettensägen, Stacheldraht. Oh, ganz viel Obsidian, Toxin, Lava. Ey, boah, sogar Obsidian-Sachen. Ich glaube, auch hier Raketenwerfer. Praxi, du hast so viel Sachen, damit können wir dein Haus viel sicherer machen. Wir müssen eine richtig krasse Base bauen, um diese Apokalypse zu überleben. Komm schon, Praxi, worauf wartest du? Wir müssen anfangen. Los. Lass mal überlegen, Leute. Wie wäre das, wenn wir um das Haus Obsidian rum machen und quasi so eine richtig große Base draus bauen? Ich glaube, das machen wir. Okay. Dann hole ich jetzt schon mal hier das Obsidian und dann brauchen wir den Raketenwerfer. Und wir brauchen... Oh, Lumi, ja? Unser Haus brennt. Ah! Was? Das ist doch nur der Baum, Braxy. Der Baum ist doch völlig egal. Hauptsache, wir überleben das, Mann. Okay. So, schnell neue Laser geholt. Und weiter geht's. Okay, wir müssen gut hier... machst du das, Lumi. Wir müssen hier aber einen kleinen Eingang trotzdem lassen, weil wir müssen ja auch noch irgendwie trotzdem rein und rauskommen, falls alles zu spät sein sollte. Weißt du, wie ich meine, Braxy? Weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr raus. Okay. Du hast absolut recht. Aber wie sichern wir das? Ich lasse mir da noch was einfallen. Da machen wir so... Warte, guck mal, Braxy, wir haben doch hier noch ganz viele Sachen. Wir können da noch zum Beispiel so diese Spike-Traps hinmachen oder wir machen Käfigfallen oder wir machen Treibsand hier oben zum Beispiel. Wir können uns schon noch was einfallen lassen, Braxy. Mach dir nur keine Sorgen. Leute, wenn ihr ein Like da lasst und uns helft, dann schaffen wir das auch. So, weiter geht's. Okay, komm schon, ich habe noch ein paar Laser. So, den machen wir jetzt hier hin. Und dann, Braxy... machen wir hier überall so Kakteen drauf. Schau. Yeah. Okay. Das machen wir jetzt ganze Zeit versetzt um die Base rum. So, dafür müssen wir einmal hier überall erstmal Sand hinmachen. Genau so. Okay, das sieht sehr gut aus. Und jetzt musst du überall so einen Kaktus versetzt hinmachen. Warte, genau. Dann hier wieder ein... Aua! Braxy, du hast mich gestochen. Du bist doch lebensmüde. Weißt du, wie weh das getan hat? Oh, das war nicht mit Absicht. Du musst aufpassen. So, okay. Die erste Wand hätten wir. Okay, das müssen wir jetzt um die komplette Base rum machen, Leute. Oh,
Braxy, das war echt eine Arbeit. Boah, ja. Ich kann echt nicht mehr. Okay, komm, dann lass ich jetzt hier noch Treibsand hin machen, dass hier auch wirklich alles sicher ist. Ich grabe jetzt hier richtig tief. So, die komplette Erde hier muss nämlich weg. So, zack. Und jetzt... Oh, Braxy, ich zeig dir das mal. Pass mal auf. Oh nein. Braxy, ich häng fest. Ich geh unter. Komm raus. Schnell. Schieb mich raus. Und ihr seht schon, Leute, wenn wir das hier komplett hinmachen, dann werden die Zombies da reinlaufen und hier untergehen. So. Zack. Zack. Und jetzt hier noch zumachen. So. Braxy, ich glaube, das sieht gut aus. Okay. Raketenwerfer stehen, Kakteen stehen, Laser steht, Lava steht. Ansonsten, du darfst auf keinen Fall jetzt hier durchlaufen, okay, Braxy? Hä, warum denn? Nein, Braxy, du bist doch... Nein. Komm schnell raus, Braxy, schnell. Komm raus, du bist doch lebensmüde. Oh, da war ja Treibsand. Das kann echt schief gehen, Braxy. Oh, nein, Entschuldigung. Das darfst du doch nicht machen. Komm schon. Wir haben noch einiges zu tun. Schau mal, wir haben hier noch diese... Braxy! Ja. Braxy, wir haben doch noch starre Drähte. Weißt du, wie stark starre Drähte in einer Zombie-Apokalypse sein können? Du hast ja recht. Wir müssen die... Guck mal, wir haben doch hier extra Platz gelassen. Wir müssen das eigentlich einmal komplett ums Obsidian rummachen, Braxy. Weil dann können die Zombies ja eigentlich gar nicht mehr durchdringen. Weißt du, wie ich meine? Okay. Das müssen wir eigentlich machen. Komm schon. So, Braxy, ich glaube... Ich schaue mir jetzt nochmal an. Ich glaube, wir müssten alles haben, oder? Oh, okay, ja. Die Seite haben wir zwei. Ich guck doch mal da hinten, ob da auch alles vollständig ist. Hier haben wir... Okay, ich komme jetzt runter und... Ah! Vorsichtig! Aua! Oh. Okay. Oh, Braxy, ich glaube, die Zombies kommen gleich. Komm schon. Okay, lass jetzt einfach noch diese Spike-Traps hinmachen. Die machen wir einfach noch hier vor den Eingang hin. Warte, da müssen wir einmal... Das hier wegmachen. So. Lava. Oh, vorsichtig. Pass auf, Braxy. Ich zeig dir, was ich vorhab. So, ich habe hier extra noch ein paar mehr. Pass mal auf. Wir machen die jetzt hier überall hin, Braxy. Und. Braxy? Da bist du. Ich dachte, du bist weg. Oh Mann. Nein. Schau mal, wenn man da drüber läuft, pass auf. Wow. Siehst du das? Bist du lebensmüde? Probier das auch mal. Das ist echt lustig. Schau mal. Warte. Sobald man drüber läuft, kommen da so Spikes raus. Oh, aua. Und das heißt... Was ist das jetzt? Das wird die Zombies auf jeden Fall aufhalten. Haben wir hier noch irgendwas? Nimm mal deine Rüstung jetzt noch, Braxy. Lass dich schon mal anziehen, auf jeden Fall. Okay, zur los. Sicherheit. Komm schon. Boah, Braxy. Was ist das für eine krasse Rüstung? Schau mal, wie wir aussehen. Oh, weißt mein du? Gott. Wir werden mit dem Zombie so machen. Nein, warte. Braxy, hörst du das? Der Alarm ist losgegangen. Oh nein, die Tür ist kaputt gegangen. Heißt. Die Zombies kommen, schnell die Tür zu machen. Oh Leute, die Zombies kommen, das ist gar nicht gut. Oh Mann, Braxy. Oh Mann. Ah, Braxy, schau vor die Tür. Oh mein Gott. Nein, beruhig dich, guck in die Kameras. Oh, Braxy. Oh nein, Lumi, guck dir das an, die kommen. Ihr lauft in die Treibsand rein. Es ist soweit, Braxy. Es ist an der Zeit gekommen zu kämpfen. Die Diamanten-Zombies sind da. Nehmt das. Gott. Hier sind überall Zombies. Deine Falle funktioniert. Kommt doch rein, wenn ihr euch traut. Braxy, was sind das für Riesen-Diamanten-Zombies? Oh mein Gott. Oh, überall. Unsere komplette Base wird überrannt. So, Leute, jetzt wird sich zeigen, ob unsere Base ausreichen wird, um die Diamanten-Zombies zu besiegen. Ha. Kommt schon, da seid ihr wohl alle im Treibsand stecken geblieben. Oh Gott. Aber Braxy, bisher sieht es gut aus. Schau mal, die kommen nicht durch hier. Siehst du das? Ja. Schau mal, die da hinten. Wir sind schon welche in die Lava reingefallen. Ihr habt keine Chance gegen uns. Oh, schnell, Braxy, wir müssen hoch aufs Dach. Da haben wir einen besseren Ausblick. Komm schon, schnell hoch. Oh, ich hab Gott sei Dank einen Bogen. Nimm das, du Riesenzombie. Nimm das. Oh, das sind zu viele. Hinten, aber guck mal hier. Hier, dreh dich um hier. Oh, die sind eingebrochen. Was? Nehmt das. Die fahren alle in die Lava rein. Komm schon, Braxy, wir schaffen das. Und, komm schon.
Und die nächsten da hinten. Hier. Yeah. Lumi, ich bin unten. Warte, Rexy. Ich geh da hoch. Ich muss mir das angucken. Kommt doch, wenn ihr euch traut. Tja, die Diamanten-Zombies. Oh nein, Rexy. Okay, die kommen immer näher. Oh Gott, die kommen alle auf einmal jetzt. Oh oh. Oh mein Gott, hier bei mir, Lumi. Komm schon. Nehmt das. Oh nein, ich hab's vergessen, die Raketenwerfer einzustellen, Rexy. Oh Gott, mach schnell. Wir müssen die doch konfigurieren. Jetzt, warte. Jetzt. Okay. Oha. Rexy. Oha. Geh schnell rein. Ey, Bruder. Lumi, ich glaube, der schießt auf mich. Ja, da ist irgendwas falsch eingestellt. Aber warte, das fixen wir. Oh, Lumi. Oh mein Gott, Lumi. Lumi. Warte, ich mach dich vertraut, Rexy. Zack. Oh, Rex. Ich glaube, langsam sieht das echt nicht mehr gut aus. Mach die Tür zu. Die sind drin. Was, wie? Einer ist drin. Wie können die denn reinkommen, Rexy? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Nein, lass ihn töten. Das stimmt. Hast du dein Schwert? Ich hab mein Schwert. Komm, schon. Komm, er ist alleine. Komm her, nimm. Was, für alleine? Nein, die sind nicht alleine. Komm rein, komm rein. Oh, Rexy! Ich sterbe. Hilfe. Lumi, komm rein. Mach die Tür zu. Oh mein Gott. Lumi, komm rein. Rexy! Rexy! Ich sterbe! Lumi, komm runter! Ich komm nicht runter, Rexy! Hier, Lumi, komm her! Lumi, komm hier! Rexy! Komm rein, komm rein, komm rein! Rexy, wie konnten die eindringen? Ich weiß es nicht! Guck in die Kamera! Ja, du hast recht! Ich guck in die Kamera! Du hast recht! Du hast recht! Die sind überall! Die haben den Stacheldraht kaputt gemacht und die haben den Sand genommen. Gott. Und warte, ich gehe in die nächste Kamera. Auch hinten. Wir sind durchdrungen. Oh, Rexy, unsere Chancen stehen nicht gerade gut. Wir müssen das Ganze selbst in die Hand nehmen. Es ist an der Zeit. Die Zeit ist gekommen. Du weißt, was okay. Das heißt. Ja. Komm schon, Leute. Hä? Okay, Zombies. Ihr habt es so gewollt. Es wird Zeit. Oh nein, Rexy. Ich glaube, ich nehme alles zurück, Rexy. Oh nein, lass mich rein. Lumi, lass mich rein. Lumi, lass mich rein. Komm rein, Rexy. Wir brauchen Hilfe. Da sind viel zu viele. Ich hab eine Idee. Ja, was sollen wir tun? Die Leute sollen jetzt ein dickes Like da lassen. Leute, wenn ihr jetzt alle liked und abonniert, dann, Rexy, bin ich der festen Überzeugung, wir können das schaffen. Ja. Okay. Wir gehen jetzt auf den Dachboden, Rexy. Nehmen uns unseren Bogen und dann werden wir alles geben, um diese Zombies zu besiegen, okay? Okay. Oh, Rexy, die sind hier nie hochgekommen. Selbst da oben sind ja welche. Hier ist ein Spawner, die haben hier einen Spawner. Die versuchen, die Base zu übernehmen, Rexy. Bau schnell den Spawner ab. Wir müssen den Spawner abbauen. Oh nein, das sind zu viele hier oben, Rexy. Oh mein Gott. Lumi, ich bin unten. Warte, ich baue den Spawner ab. Ich habe den Spawner abgebaut, Rexy. Rexy, übernehmen die komplette Base. Rexy, nein. Lumi. Du darfst nicht sterben. Rexy. Lumi. Renn. Oh nein. Leute, wir müssen Rexy schnell helfen. Oh nein. Ich werde Rexy nicht im Stich lassen. Lumi. Rexy, doch, renn. Hilfe. Renn, Rexy. Ich mach schon. Ich schieß. Komm schnell rein. Oh nein, das sind viel zu viele. Wartet, ich nehme schnell Lava, Leute. Zack, nehmt das, ihr Monster. Komm schon, Lava, ja. Ja, Leute, ich werde jetzt hier überall Lava hinmachen. Super, genau so. Nimm das. Ja, es funktioniert. Ihr dummen Monster. Ha, das war's mit euch. Okay, komm schon. Es sind nicht mehr allzu viele. Die Großen, nehmt das. Nehmt das, ihr bösen Monster. Kommt schon. Ich glaube, es ist vorbei. Wir haben keine Chance mehr, Rexy. Es sind zu viele. Oh. Es müsste jetzt ein Wunder geschehen, dass die Zombies verschwinden, Rexy. Es war schön mit dir, Rexy. Bleib du bitte hier, ja? Nein, Lumin, mach das du nicht. Du bleibst hier. Rexy, Lumin, mach das bitte nicht. Bleib Lumi, hier. Nein. Lumin, bitte bleib. Wir sind Freunde. Wir schaffen das. Einer muss gehen, damit der andere bleiben Dann kann. Dann gehe ich. Nein, ich gehe, Rexy. Tschüss, Rexy. Nein. Okay. Leute, wir müssen das tun. Das tut mir leid, Rexy.
Wir müssen die Zombies jetzt weglocken, damit Braxy hier in Ruhe weiterleben kann. Okay, komm schon, komm schon. Das sind die letzten Zombies. Leute, das war mir eine Ehre. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Braxy wird es hoffentlich gut gehen. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier entkomme. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh mein Gott! Hilfe! Oh, Leute! Was zur Hölle ist das denn? Oh Mann, ich muss ganz schnell hier weg. Oh Mann, oh, Hilfe! Braxy, ich bin da. Oh, Braxy, hast du irgendeine Idee, wie wir das Haus sicher bauen können? Ja, ich habe da was letztens gelesen. Was hast du denn gelesen, Braxy? Ja, okay, ich kann nicht lesen. Ich hab's gesehen. Und zwar ein Lava-Haus. Leute, das ist eine coole Idee. Ein Lava-Haus. Ich glaube, das sollte das auf jeden Fall sicherer machen. So, dass die Spinnen da draußen nicht eindringen können, Braxy. Okay, ich hol schnell alle Sachen von oben und dann fangen wir auch direkt an, okay? Okay, los. Okay, ich würde sagen, als allererstes machen wir hier einen Lava-Zaun. Dafür nehmen wir ein bisschen Glas. Hast du auch Glas dabei, Braxy? Ja, in meiner Kiste hatte ich ganz viel Glas. Ah, okay. Ich hoffe, das reicht. Dann ich mache einfach hier die Seite hin. Vielleicht kannst du mir kurz ein bisschen Glas geben. Ich habe gerade nur eins dabei, Braxy. Ich gebe dir ein Stack. Oh, das ist lieb. Okay. Das heißt, Leute, wir bauen jetzt hier so eine kleine Lavawand hin. Dafür machen wir hier so Glaswände und dazwischen machen wir dann Lava hin. Und dann haben wir ein richtig krasses Lavahaus, Leute. Okay. Leute, wir sind jetzt fast fertig mit der Glaswand. Boah, unser Haus wird so sicher, Leute. Das wird das sicherste Haus, das wir jemals gebaut haben. Braxy, denkst du, das wird ausreichen, um die ganzen Monsterspinnen zu besiegen? Ich glaube nicht. Deswegen müssen wir uns wirklich beeilen und dann deine ganze Kiste austesten. Ja, schau mal, ich habe sogar passend zur Lava noch Feuertürme. Schau mal, da können wir Feuer mitschießen lassen. Boah, das und wird richtig cool. Braxy, das war's noch nicht. Falls wirklich alles zu spät sein sollte, habe ich hier einfach einen Flammenwerfer. Oh, pass auf, Braxy. Und zack. Wow. Alter. Der ist ja echt stark. Okay, Leute. Die Glaswand ist jetzt auch fertig. Ich würde sagen, Braxy, jetzt ist es Zeit für die Lava. Denn wir werden jetzt hier überall Lava reinmachen, Leute. Braxy wird mir immer jetzt die Eimer zuwerfen. Komm schon, Braxy. Genau, ich brauche noch ein. Und zack. Und das machen wir jetzt überall um das Haus rum. Boah, das wird so cool, Leute. Glaubt mir, das Haus wird so sicher. Dagegen werden die Spinnen keine Chance haben. Und zack. Und zack. Okay, Braxy. Wie viele Eimer haben wir noch? Noch drei, aber das müsste reichen. Okay, ich hoffe auch. Okay, komm schon, Braxy. Noch einer. Oh, wir sind gleich fertig, Leute. Und noch zwei Stück brauche ich. Okay, einmal hier und einmal da. Perfekt. Zack. Und hier der letzte. Und zack. Okay, Braxy. Schau mal um das komplette Haus. Ich glaube, wir sind fertig. Wir haben hier jetzt überall Lava rumgemacht. Boah, das sieht so cool aus. Oder was sagst du, Braxy? Das sieht mega cool aus. Lass mal nach unten. Komm mit. Und zack. Aua. Okay. Dann lass uns das Ganze mal von außen angucken. Und oh mein Gott, Braxy, was haben wir da für ein großes Lavahaus gebaut? Und jetzt pass auf, sollten die sich jetzt trauen, das Glas kaputt zu machen, Lumi? Dann wird alles rausspritzen und die verbrennen. Okay, das war eine gute Idee. Aber das ist erst der Anfang, Leute. Wir haben noch richtig viel weitere Sachen, wo wir das Haus richtig sicher bauen können. Braxy, haben wir alle Seiten fertig? Alle Seiten sind fertig. Okay, Leute, guckt euch das an. Wir haben jetzt auf jeder Seite einen so einen Flammenwerfer. Braxy, guck mal, ich bin hier oben. Weißt du was? Diese Spinnen, die werden alle richtig abgefackelt. Das wird richtig lustig. Das wird so cool. Die werden einfach nie wieder herkommen. Ich hoffe auch. Oh, weil du sagst, ich glaube, ich schau mal lieber in die Kamera rein, Braxy. Nicht, dass die Spinnen irgendwelchen Unfug treiben. Oh. Braxy? Ja? Es sind immer noch so viele Spinnen da. Die bereiten sich immer noch drauf vor. Das werden gefühlt immer mehr. Oh Mann, Braxy, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Diese Spinnen werden gleich unser komplettes Grundstück über den Haufen rennen. Komm schon. Okay, komm, beeil dich. Oh Mann.
Okay, Leute, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber weißt du, Breaks, wie wir die Spinne richtig krass aufhalten können? Wir machen jetzt einfach richtig viel Sand hier vors Haus mit ganz vielen spitzen Kakteen. Da werden die nämlich alle angepiekst und dann kriegen die ganz viel Schaden dadurch. Boah, du hast recht. Okay, dann ich gehe ganz schnell Sand holen und du holst Kakteen, okay? Dann würde ich sagen, okay, bauen wir das direkt. Oh, puh, Breaks, ich kann nicht mehr. Bist du fertig mit deiner Seite? Ja, aber das ist so, die Kakteen riechen so komisch, riech mal. Oh. Braxy, aber es ist egal, wie die riechen. Hauptsache, die sind sicher. Und weißt du was, die Spinnen haben so lange Beine, die werden hier alle hängen bleiben, wenn die hier durchlaufen wollen, Braxy. Das wird gleich richtig cool werden. Boah, Leute, also ich glaube, ich habe noch nie so ein sicheres Haus gebaut. Halt für ein richtiges Lava-Haus. Okay, Braxy, wir haben aber noch einige Sachen, die müssen wir auf jeden Fall noch einbauen. Und dann, denke ich, sollten wir auch ganz schnell ins Haus rein. Denn ich glaube, unsere Tür da vorne hält das Ganze nicht mehr lange aus, Braxy. Aber okay, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir müssen jetzt hier oben den ganzen Stacheldraht hinmachen. So, komm schon. Ja, keine Zeit verlieren. Wir haben gleich das komplette Haus auch noch mit Stacheldraht abgedeckt. Da haben die Spinnen wirklich absolut gar keine Chance mehr. So, einfach hier überall Stacheldraht hinmachen. Okay, Leute. Wir sind jetzt fertig mit dem Stacheldraht. Aber Braxy, irgendwie ist es mir hier außen noch zu unsicher. Wie wär's, wenn wir hier diese Spike Traps nehmen und die einmal komplett hier noch um das Haus drum machen? Weil schau mal, sobald man da drüber läuft, Achtung... Aua, oh, vorsichtig! Komm da einfach so Spitze raus. Oh, und das wird den Spinnen richtig wehtun, Braxy, findest du nicht? Ja, gib mir mal ein paar. Hier, nimm auch ein paar. Wir machen die hier komplett um das Haus drum. Das wird richtig sicher werden, Braxy. So, die machen wir jetzt hier überall hin, Leute. Boah, das wird richtig krass. Okay, Braxy, ich habe jetzt hier überall diese komischen Spike Traps hingemacht um die komplette Base. Wie wär's, wenn wir... Oh. Oha, du bist ja schon dabei. Das ist richtig gut. Wir machen außenrum auch nochmal so andere Spikes hin, denn die sind nämlich sehr gut, weil die Spinnen, die müssen dann so einen richtig großen Schritt darüber machen, weil, weißt du, wenn man da drüber läuft... Oh, aua, oh, das tut ja pass richtig auf. Doll weh. Aua. Und kannst du mir einen Gefallen tun? Was? Ja, was denn, Braxy? Kannst du vor dem Eingang das mit Treibsand machen? Dass, wenn die zum Eingang laufen, dann im Sand stecken bleiben. Gut, werde ich machen, Braxy. Du machst hier die Spikes fertig und ich mache am Eingang noch ganz, ganz viel Treibsand hin. Aber warte, okay. Braxy? Ja? Ich guck vorsichtshalber nochmal in die Kameras rein, okay? Okay. Oh, Braxy. Oh, ich habe das Gefühl, das werden immer mehr. Diese Spinnen bereiten sich wirklich drauf vor, gleich einzubrechen. Braxy, wir haben maximal noch 5 Minuten Zeit, das Lava-Haus fertig zu bauen, okay? Du musst dich jetzt wirklich beeilen. Okay, ich beeile mich wirklich, wirklich. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch Treibsand hinmachen. Dafür müssen wir aber den ganz normalen Sand erstmal wegmachen. So, zack. Und super, jetzt, Leute, haben wir hier so Treibsand, Braxy, schau. Und wenn man da reinläuft, Achtung, zack, dann, oh, oh. Gehe ich da einfach unter. Braxy, zieh mich raus. Bitte, bitte. Komm. Und los. Oh, das wäre echt knapp. Ich glaube, das könnte die Spinnen echt aufhalten, Braxy. Okay, dann machen wir hier noch ganz viel Treibsand hin. So, okay, Braxy. Aber ich... Hast du den Alarm? Hörst du es? Oh nein, die Wand, die geht gleich kaputt, Braxy. Ich wusste, es wird jeden Moment passieren. Okay, Leute, jetzt dürfen wir die Zeit nicht verschwenden. Komm schnell rein, Braxy. Wir müssen jetzt schnell ins Haus rein. So, Achtung, jetzt einmal. Zack. Und jetzt einfach hier zwischen dem Lasern durch. Okay, Braxy, komm schon schnell. Okay, jetzt sind wir hier in unserem sicheren Lava-Haus. Braxy, jetzt ganz schnell rein. Ich bin schon richtig gespannt, wie die Spinnen auf unser Haus reagieren werden. Lass uns schnell hoch aufs Dach, okay? Okay, komm, ich komm zu dir. Komm schnell hoch. Okay, Braxy, schau zu sich ein nochmal in die Kameras. Oh. Ach, beeil dich. Oh, Braxy, es stimmt. Die haben das Tor durchbrochen. Die kommen gleich alle zu uns in die Base rein, die Monsterspinnen, Braxy. Oh nein, aber wir sind sicher, oder? Okay, ja, Braxy, ich komme jetzt hoch zu dir, warte. Oh, okay, ich bin gleich oben. Oh, Braxy, wo bist du? Dreh dich doch mal um. Ja, Braxy. Oh, Braxy! Die haben ein riesengroßes Nest gebaut, direkt am Eingang. Oh, weia. Braxy, die kommen immer alle näher. Die sind schon ganz nah an der Hauswand dran, schau mal.
Die kommen alle langsam rein. Oh, Braxy, meinst du, unsere Base wird standhalten? Schau mal, die haben sich da alle versammelt. Die machen gleich die Lavawand kaputt. Ich glaube auch, die machen einen Plan, um hier rüberzukommen. Ich glaube auch. Oh, Braxy, das wäre nicht weniger. Ich werde jetzt mit meinem Flammenwerfer auf die schießen. Warte. Ich gehe da jetzt runter, Braxy. Wir haben keine andere Wahl. Mach das. Ich habe mich in mein Zimmer versteckt. Nimm das. Wow, Braxy, ich schieße sie alle mit meinem Flammenwerfer ab. Wow, die brennen alle, es funktioniert. Ja, stört böse Spinne. Und ihr auch, nehmt das. Wow, komm schon, sterbt doch. Nehmt das. Ja, die sind auch tot, super. Oh, das sind wieder neue. Nimm das. Oh, Braxy. Die versammeln sich hier. Warte, ich schieß rein mit Flammenwerfer. Oh nein, die wollen mich einkleben. Oh, nein, nein, nein. Aua, Braxy. Warte, ich komme. Ich muss beim Enterhaken wegschießen. Und zack. Oh, Braxy, die hätten mich fast gegessen. Aber ich habe mich weggezogen mit meinem Enterhaken. Hier, schau. Oh. Damit konnte ich mich Gott sei Dank noch retten, Braxy. Aber ich glaube, das Haus ist nicht mehr lange sicher, habe ich das Gefühl irgendwie, Braxy. Oh. Ja, Braxy, ich gehe lieber erstmal ins Haus rein. Das ist mir zu unsicher draußen. Braxy, die kommen nach oben. Die kommen über den Zaun drüber. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Guck dir das an. Direkt vor unserer Türe stehen diese hässlichen Spinnen. Die krabbeln sogar draußen schon im Grundstück rum, Braxy. Was machen wir denn jetzt? Flammenwerfer nehmen und Spinnen töten. Was denn sonst, Braxy? Okay, komm. Okay, hier, schau, die sind alle in der Base drin. Nimm das. Nimm das, böse Spinne. Oh, Braxy, schau mal. Die haben schon die Wände kaputt gemacht. Da fließt schon überall Lava raus. Aua, nein, ich bin runtergefallen. Braxy, komm schnell ins Haus rein. Oh, guck mal, Braxy. Die kleben mich alle zu. Du musst mir helfen. Braxy, Hilfe, Hilfe. Die haben mich eingeklebt. Oh nein, Braxy, Braxy. Helf mir schnell. Oh, das war gerade noch so richtig knapp. Ich nehme jetzt meinen Bogen. Nehmt das, ihr bösen Monsterspinnen. Stirb. Oh, und sehr gut, die fallen runter. Auch. Alle runter mit euch. Kommt schon. Geht runter, ihr bösen Spinnen. Oh nein, die kleben das komplette Haus zu. Oh nein. Nimm das. Geh weg, du böse Spinne. Nimm das. Und ihr da unten. Ihr versammelt euch da. Oh nein. Oh, oh Braxy. Guck mal. Die werden immer mehr hier oben. Die sind schon richtig eingedrungen. Die haben die komplette Base kaputt gemacht. Stacheldraht haben die kaputt gemacht. Und die kleistern mich hier ein. Aua, aua, aua. Oh nein, die Lava fließt auch schon überall raus. Die haben das alles kaputt gemacht. Ihr bösen Spinnen. Oh, Braxy, wir müssen jetzt wirklich reingehen. Ja, das ist nicht mehr lange sicher, das Haus. Ich dachte echt, es wäre sicher genug. Wir hätten einen Keller bauen sollen, Mann, Lumi. Braxy, die haben die Türen schon kaputt gemacht. Komm ganz schnell runter. Guck dir das an, Braxy. Die sind schon hier im Haus drin. Aua, aua. Komm, schieß sie ab mit dem Bogen, Braxy. Nehmt das, ihr bösen Monsterspinnen. Kommt schon, geht weg. Lasst unser Haus in Ruhe. Wir haben euch doch nichts getan, ihr bösen Spinnen. Kommt schon, kommt schon. Jetzt ist Flammenwerfer-Action. Nein, nein, nein. Braxy, oh mein Gott, Lumi. Warte, 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 warte. Das ist mein Problem. Das klären wir schon. Warte. Und nehmt das, Flammenwerfer. Oh, Braxy, jetzt brennt schon mal ganz viele. Oh, Leute. Unsere schöne Base ist kaputt. Und es sind schon irgendwelche neuen Babyspin gekommen. Weil diese Spinnen haben Eier gelegt. Oh, Braxy, es brennt. Es brennt. Es brennt. Nein, sag nicht die Lava. Die Lava ist ausgedrungen. Die haben die Wände kaputt gemacht. Oh komm, nein, schnell, es schnell, brennt schnell. Alles ab, Braxy. Nein, unser Haus. Ihr bösen Spinnen. Das komplette Lava fließt in unser Grundstück rein. Oh nein, Braxy, ich wollte das nie sagen. Aber falls es das jetzt gewesen sein sollte, du wirst für immer mein Freund bleiben, weißt du das? Du wirst auch für immer mein Freund bleiben, Lumi. Komm schon. Braxy, wir müssen trotzdem weiterkämpfen. Wir dürfen unser Haus nicht aufgeben. Geh runter, du böse Spinne. Nimm das. Oh, Junge, wir müssen gehen. Wir haben keine andere Wahl. Wir können nicht gehen. Da unten warten überall Spinnen auf uns.
Lumi, guck dir unser Haus an. Wir müssen hier rüberspringen, Lumi. Komm, du musst mir... Warte, ich muss die Spinne runterschießen. Lumi, wir müssen gehen. Ich habe nur noch ein Herz, Praxi. Ich bin gleich gestorben und dann gibt's mich nie wieder. Wie wollen wir das denn überleben, wenn du nur noch ein Herz hast? Praxi? Oh. Ja? Einer muss sich opfern, damit der andere... Ich werde die Spinne locken, Praxi. Es tut mir leid. Tschüss! Nein, Lumi! Was? Oh. Ach du, heiliger Lumi. Bimba! Das bin ja ich! In Riesig! Ich lauf nach Hause! Ich glaube, Praxi, der kommt direkt auf uns zu! Mach schnell auf! Sofort, sofort, lass mich rein! Ach du, heiliger Bimba! Praxi, das bin ich! Aber in Riesig! Und er hat ein Schwert! Praxi, ich glaube, er will hier reinkommen! Oh nein! Ich glaube, Praxi, was? Was macht der? Der will reinkommen. Nein, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen zu unserem Haus und es sicher bauen. Beeile dich. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen das Haus jetzt sicher machen. Seid ihr für alles bereit? Los geht's. Die geheime Masterkiste, bist du sicher, Lumi? Ja, wir haben keine andere Wahl. Kommt schon, Jungs, alle nach unten. Beeilung. Ich habe eine coole Idee. Und zwar, damit die nicht reinkommen, zeige ich euch was. Schaut mal, ihr müsst mir jetzt helfen. Und zwar vor dem Haus, wir machen dann hier gleich noch einen Lavasee. Aber davor, passt auf, ungefähr hier buddeln wir einen kleinen Graben. So, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Jetzt brauchen wir einen Kolben. Habt ihr noch ein paar? Weil die machen wir dann dahin. Darauf machen wir dann einen Magma-Block. Und Braxy, ich bräuchte jetzt einmal ein paar Steinstufen. Hast du ein paar Stufen für mich? Natürlich. Oh, das ist lieb, dankeschön. Jetzt ganz genau aufgepasst. So, passt auf, dann hier oben kommt jetzt eine Stufe hin, so. Und jetzt zeige ich euch, was ihr seht. Wir müssen jetzt hier davor machen wir dann überall Redstone hin, zack. Und da drüber, wartet, machen wir jetzt einfach eine Druckplatte, so. Und wenn diese Baby-Lumis dann kommen und hier drüber laufen, seht ihr schon, kommen die hier nicht durch. Siehst du, man kann da nicht durch. Das heißt, die haben keine Chance, in unsere Base einzudringen. Das müssen wir jetzt um das komplette Haus rumbauen. Habt ihr verstanden, ne? Los, los, los! Aber ich weiß nicht, ob das den Riesen-Lumi auffällt. Vielleicht sollten wir jetzt anfangen, unsere Raketenwerfer zu platzieren. Oh, und Lumi, ich hab eine Idee. Was denn? Warte mal, wir können doch... Ich muss mein Jetpack anziehen. Warte, was ist los? Wir können doch hier drauf... Komm mal hier hin. Da müssen wir Stacheldraht drauf machen. Nein, Laser und zwar bis nach oben. Was? Was? Du willst hier Laser machen bis ganz nach oben? Bis zum Dach, damit wir wenigstens vom großen Lumi beschützt sind. Boah, das ist eine coole Idee. Ich glaube, das wird die sicherste Base aller Zeiten, Leute. Okay, ich habe jetzt alle platziert. Jetzt müssen wir die nur noch verbinden. Und meine Freunde machen das schon richtig klasse. Braxy, das sieht richtig krass aus, was wir da bauen. Oh, normal. Das wird die sicherste Base, die die Zuschauer jemals gesehen haben. Oh, Mann, und Leute. Ich würde sogar sagen, dass die Zuschauer jetzt mal ein Like da lassen sollen. Oh Mann, stimmt, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like für diese coole Base da, weil die ist echt cool. Nein, warte mal. Hört ihr das? Der Boden wackelt schon wieder. Als würde jemand kommen. Nein, Leute, ich glaube, der Riesen-Lumi kommt wieder. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Braxy, ich habe Angst. Von irgendwo hier. Der Riesen-Lumi ist da hinten. Oh Mann, Braxy, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was macht der da? Ich glaube, er versucht hier irgendwie einzubrechen. Er hat riesen TNT-Blöcke. Braxy! Oh Mann. Oh nein. Leute, was sollen wir nur machen? Braxy, ich glaube, er versucht hier einzubrechen. Oh weia. Verschwinde. Lass unser Haus in Ruhe, du böser Lumi. Oh Mann. Du Doofkopf. Oh Lumi, nein. Ich habe eine Idee. Er macht alles kaputt. Er will einbrechen, Braxy. Geh weg! Ja, schieß auf ihn, komm schon. Verschwinde, böser Lumi. Ich glaube, er ist weg, Braxy. Jetzt lass Li... Oh nein! Weg mit dir! Oh weia! Er macht alles kaputt! Braxy, wenn er so weitermacht, ist er gleich in der Base drin. Wir müssen schnell zu Odi. Leute, ich hoffe, unser Laser ist auch soweit fertig. Schaut mal an, wie cool das aussieht. Okay, wir müssen vorher noch ein paar platzieren. Dann sind wir fertig. Wartet, ich brauche mein Jetpack. Und dann verbinden wir noch die restlichen Laser. Komm schon, Lumi.
da oben noch ein paar. Braxy, wir brauchen noch ein paar Shieldpads hier oben. Schnell, schnell, schnell. Warte. Oh Mann, komm schon. Komm schon, Lumi. Und noch ein Zack. Dann da auch verbinden. Oh, du schaffst was, Lumi. Zack. Und noch ein. Den letzten machst du, Braxy. Und zack. Okay. Das sieht gut aus, Leute. Oh Mann. Oh, Leute, das sieht so cool aus. Ist hier gerade was explodiert? Ich war gerade da hinten Pipi machen. Der Riesen-Lumi hat versucht einzubrechen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da schnell, oben schnell, schnell. Fehlt noch einer. Ich glaube, wir müssen jetzt innen noch irgendwas machen. Ich will um die komplette Base drin einmal noch Kaktus platzieren, Braxy. Damit diese Baby-Lumis auch wirklich nicht reinkommen, okay? Guckt euch unsere Riesen-Base an, Leute. Sieht das nicht krass aus? Ich meine, wir haben einfach überall Kakteen um die Base drum gemacht. Dann haben wir unsere Mega-Laser. Aber hier drin fehlt noch was. Wartet. Und zack. Ich glaube, hier oben müssen wir auch noch was platzieren. Oh, ich weiß was. Ich will überall Stacheldraht oben auf die Laser drauf machen, Braxy. Falls der Riesen-Lumi versucht, drüber zu klettern. Weißt du, was wir hier platzieren? Ja, ich will da Stacheldraht hinmachen. Nein, deine Kanonen. Aber die können wir nur in die Ecken machen. Dazwischen müssen Stacheldrähte hin, Braxy. Ja, das meine ich ja. Also ja, hier in der Ecke deine Kanone und hier in der Mitte Stacheldraht. Okay, das machen wir so, Leute. Ich muss nur wieder rüberkommen zu Braxy. Und zack. Okay, Braxy, hast du überhaupt ein bisschen Stacheldraht für mich dabei? Natürlich. Du bist der Beste. Alles eingepackt. Oh, perfekt. Aber das ist ja nur einer. Ah nein, da sind noch ein paar. Okay. Okay, Braxy, ganz langsam machen, ja? Ich platziere jetzt hier überall diese Stacheldrähte. Und zack. Oh Mann, Leute, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Oh, Braxy, guckt ihr das an. Oh, mega. Aber denk an die Ecken. Die müssen frei sein. Ich weiß, ich weiß. Warte. So. Und der letzte. Ich brauche auch mein Jetpack. Und zack. Perfekt, Leute. Wir sind fast fertig. Nur noch da drüben fehlen ein paar Stacheldrähte. So, dann hier auch noch überall. Und dann haben wir es gleich geschafft, Leute. Wir müssen unten noch was Sicheres bauen. Und zwar, schaut mal, hier unten, da ist zu viel grünes Gras. Ich bin dafür, dass wir hier unten überall Spikes hin machen. Hier, Odi und Braxy, die nehmt auch ein paar. Wir machen jetzt hier überall noch Spikes hin. Dann ist die Base wirklich sicher. Leute, das ist wirklich mit Abstand das sicherste Haus aller Zeiten. Okay, ich glaube, das sieht super aus. Oh Mann, ich bin schon richtig aufgeregt. Kommt rein, Leute. Oh, was ist, wenn der Riesen-Lumi gleich kommt? Ich glaube, die Tür ist auch nicht sicher. Wir brauchen eine andere Tür, Braxy. Holz geht doch so leicht kaputt. Du hast recht. Warte, ich habe was in meinem Zimmer. Braxy, das ist lieb von dir. Wir brauchen aber zwei Stück davon. Braxy, bitte platziere du die letzte Tür. Komm schon, wir brauchen zwei Stück. Perfekt. Schau mal, ich glaube, jetzt ist das mega sicher. Schau mal diese super Türen an. So, und Odi wird eingesperrt. Hey, ihr Doofköpfe, lasst mich raus. Oh Mann. Nein, komm raus. Guck mal, Leute, ich glaube, unser Haus ist jetzt mega sicher. Wir haben super starke Türen. Wir haben Laser. Wir haben unsere Lava. Oh, oh nein. Hört ihr das? Der Boden. Oh. Es geht los. Odi, Braxy, bringt euch in Sicherheit. Braxy, komm rein, komm rein. Wo... Oh. Wo ist eigentlich Odi? Er war doch gerade noch... Oh nein. Wartet mal. Sehe ich das richtig? Ah! Oh Mann. Oh nein. Braxy, siehst du das? Ich glaube, der Riesen-Lumi ist da. Er steht direkt am Eingang. Oh mein Gott. Er ist riesig. Und wo ist Odi? Odi? Komm nicht hoch. Geht weg. Ich habe mich eingesperrt. Ey, lass uns hoch. Mach sofort auf, Odi. Nein, niemals. Oh, Braxy hat uns einfach ausgesperrt. Was machen wir jetzt? Mann, Braxy, er kommt rein. Braxy, er ist drin. Er kommt. Wir müssen auf das Dach sofort. Komm runter. Wir müssen unsere Jetpacks nehmen. Oh, oh nein, er ist schon da. Schnell, nimm dein Jetpack. Oh nein, Braxy, er ist direkt hier unten. Was hat er vor? Oh, er läuft um die Base rum. Oh Mann, was machen wir jetzt, Braxy? Ich weiß es nicht. Ich hab einen Pfeil und Bogen. Hier, nimm du mal den Bogen. Ich glaube, er schaut sich gerade die Base an. Er merkt, dass er keine Chance hat, hä? Was willst du machen gegen unsere Riesen-Base? Gegen diese Laser kommst du nicht an, du Fiesling. Ah, Braxy, komm genau. Schieß auf ihn. Ich nehm... Weg mit dir. Braxy, er läuft raus.
Ich glaube, wir haben ihn verjagt. Du hast ihn Angst eingejagt mit deinem Boot, Braxy. Er ist weg. Hörst du das? Was? Was zur Hölle? Hä? Warte mal. Braxy, schau dir das an. Er kommt zurück. Und er hat eine kleine Armee mitgebracht. Braxy, wo bist du? Ich glaube... Braxy! Ich bin nach unten. Schau dir das an. Braxy, die versuchen reinzukommen. Es geht los, Leute. Aber schau mal, die kommen nicht rein. Es funktioniert. Unsere Blöcke blocken die. Oh nein, und der Riesen-Lumi baut den Kaktus ab. Er versucht einzubrechen. Schnell, schieß ihn ab, Braxy. Nimm das. Was? Komm schon, schieß weiter. Nein, schau mal unten. Die sind durchgebrochen, Braxy. Die Lumis kommen rein. Er baut das auf. Oh nein, das gibt's nicht. Oh Mann, Leute. Die kommen uns helfen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe Angst vor dem Riesen-Lumi. Oh Mann. Komm. Oh Leute, unsere Base. Er baut einfach alles ab. Oh nein. Oh nein, oh nein. Schaut mal. Oh, die kleinen Lumis. Zum Glück haben wir die Lava platziert. Komm, schieß immer weiter, Braxy. Oh nein, oh nein. Wir müssen das anders anstellen. Das wird nichts, Braxy. Schnell. Wir müssen rein ins Haus. Oh, er ist gleich drin. Oh, schieß weiter, Braxy. Oh, die Baby-Lumis. Oh, komm schon, schieß sie ab. Oh Mann, Leute, ich kann es nicht glauben, dass einfach ein riesiges Ich versucht, in unsere Base einzudringen. Braxy, ich flieg nach hinten mit meinem Jetpack. Warte. Ich bin hinter dir, Lumi. Guck doch. Ja, ja. Oh nein. Braxy, er verfolgt mich. Er hat sein Schwert rausgeholt. Braxy. Nein, nein, nein. Oh, komm schon. Oh, hör auf damit. Bleib stehen. Oh nein. Und die ganzen Baby-Lumis verfolgen mich. Oh nein. Braxy, mein Treibstoff geht leer. Braxy, mein Treibstoff. Oh nein, oh nein. Oh nein. Braxy, Braxy, helf mir, helf mir. Mein Treibstoff ist alle gegangen. Die kleinen Lumis greifen mich an. Lasst Lumi in Ruhe. Oh, geht weg. Oh, oh, oh nein, oh nein. Aua, aua, Braxy. Hilfe. Oh, oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir müssen irgendwie zurück in die Base. Oh nein, hier sind zu viele Baby-Lumis. Mann, das sind viel zu viele. Und oh nein, der Riesen-Lumi ist auch hinter mir. Ah, lauf, Lumi. Oh, wir müssen... Nee, geht weg. Geht weg. Oh, oh, die sind zu stark. Braxy, wir müssen irgendwie zurück ins Haus. Warte, warte, warte. Oh nein, 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 ich kann es nicht glauben. Braxy, mach irgendwas, irgendwas. Ich mach schon irgendwas. Oh nein, hier spawnen immer neue Erdspawner platziert. Nein, nein, nein. Wir müssen irgendwie rein in die Base. Oh, schnell, Braxy, komm rein, komm rein, komm rein. Beeile dich. Mach zu. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Leute, der Riesen-Lumi ist zu stark. Oh Mann, was hat er vor? Er hat TNT platziert. Nein, er jagt es hoch, Braxy. Oh nein. Er fängt an, unsere Base zu zerstören, Leute. Ich fass es nicht. Braxy, wir brauchen einen Plan B. Gib mir Pfeile. Ich muss auch mit dem Bogen schießen, Braxy. Oh, danke schön. Und jetzt schieß. Schieß auf. Los. Ihr bösen Lumis, verschwindet sofort. Oh Mann, ich habe das Gefühl, der Riesen-Lumi ist unbesiegbar. Oh, Braxy, unternimm doch was. Komm schon. Oh nein. Oh nein. Braxy, alle Baby-Lumis sind tot. Aber er hat alles kaputt gemacht. Oh, er ist drin. Oh nein. Nein, 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 Braxy. Was machen wir, Odi? Es ist jetzt an der Zeit, uns hochzulassen. Lass mich in Ruhe. Oh. Nein, aua, nein, nein. Aua, aua. Oh, bleib hier hinten, Braxy. Nicht ans Hausfenster rangehen. Er ist direkt vor uns. Verschwinde. Riesen-Lumi. Er macht die Fenster kaputt, Braxy. Oh nein, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, alles brennt, Braxy. Er hat unsere Base zerstört. Alles geht in Flammen auf. Oh, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Oh nein, er guckt mich so böse an, Leute. Als wäre das das Ende. Bitte, Leute, ihr müsst uns helfen. Oh nein, verschwinde. Stirb, Braxy. Wir müssen irgendwie raus. Jetzt, renn. Jetzt oder nie. Du kriegst uns nicht, Riesen-Lumi. Oh, Braxy, schnell. Mach die Spikes weg. Helf mir. Er kommt, beeile dich. Rüber, sofort. Okay, wir sind raus. Oh, ich habe all meine Sachen abgelegt. Die waren zu schwer. Sonst konnte ich nicht so schnell laufen, Leute. Oh nein, wir werden verfolgt von den Baby-Lumis. Braxy, der Riesen-Lumi. Aber wir müssen doch Odi helfen, Braxy. Er ist noch im Haus drin. Lass uns erstmal in Sicherheit gehen, dann holen wir Odi ab. Oh nein, er will uns den Weg abschneiden. Nein, nein, nein. Hör auf. Braxy, Braxy. Oh nein, oh nein. Es ist vorbei. Nein! Gar nicht.
Warte, was? Was war da? Hallo? Warte mal! Was? Leute, das sind. Oh mein Gott! Rennt! Schnell, Braxi, mach auf! Lass uns rein! Ach du heiliger Bimbam! Siehst du das, Braxi? Das sind tausende Hannas, tausende Mädchen! Oh nein, das gibt's nicht, Leute. Was ist denn da passiert? Oh weia. Hanna, sag mal, wo kommst du her? Was hast du angestellt? Ich war im Wald spazieren gewesen. Und da war da so ein Mann, so ein Wissenschaftler. Und dann erinnere ich mich nur noch, dass ich von Hunderten von Hannas weggelaufen bin. Oh nein, das bedeutet, der böse Professor hat Hanna geklont, Braxi. Oh. Ich glaube, unser kleines Spielhaus ist ein bisschen klein. Ich glaube, das ist nicht sicher genug, oder was meint ihr? Auf gar keinen Fall, denn das Tor hält auch nicht stand, wenn die jetzt einfach kommen würden. Oh, ihr habt recht. Sag mal, wir haben doch unsere Sicherheitskiste und da sind richtig viele Sachen drin. Wir können zum Beispiel einen Fahrstuhl bauen und uns unten einen kleinen Geheimtunnel machen. Okay, ich nehme hier alle Sachen raus und jetzt bauen wir die sicherste Jungsbase, die ihr je gesehen habt, Leute. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Grundriss. Dafür machen wir einmal hier. So, das Ganze machen wir 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke hoch. Weil, Braxi, die Base muss ja auch groß sein und standhalten. So, jetzt gehst du bis darüber. Genau, und du brauchst jetzt auch 6 Blöcke hoch. Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das Ganze müssen wir jetzt noch bis dahinter machen, Braxi. So, das heißt, Leute, wir bauen jetzt einen kleinen Würfel und da kommt dann unsere Base rein. So, und zack, fertig. Okay, der Grundriss schaut jetzt so aus. Richtig schön blau, wie ich. Okay, Braxi, wie findest du das? Ich find's super cool. Aber da fehlt noch was, findest du nicht? Ich glaube, da fehlt... ich weiß was. Was? Gelb. Nein, pink. Oh, hört auf, wir haben genug Pink. Es warten tausende Mädchen auf uns, Hannah, die unsere Base über den Haufen rennen wollen. Ich glaube, wir sollten das Ganze mit Laser abdecken. Deshalb machen wir um die komplette Base einmal Laser rum. Komm schon, helft mir, Leute. So, da kommen Shieldpads. Und jetzt verbinden wir das genau so. Boah, guck dir diesen großen Laser an. Aber da darf man auf keinen Fall durchlaufen, weil sonst macht's richtig Aua, Leute. So, okay. Das sieht doch hervorragend aus. Warte mal. Oh nein. Hört ihr das? Die Mädchen machen schon ganz komische Geräusche. Oh nein. Oh, Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen die Jungsbase fertig bauen. Okay, das Grundgerüst steht. Jetzt müssen wir weitermachen. Okay, aber als nächstes, damit wir wirklich sicher sind vor den ganzen Mädchen, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass wir jetzt endlich einen Fahrstuhl bauen. Denn schaut mal, in unserer Kiste haben wir 3 Items und mit denen können wir einen Fahrstuhl bauen. Boah, das ist eine gute Idee. Dann machen wir eine geheime Tunnelbase. Eine Untergrundbasis, das ist eine schlaue Idee. Okay, dafür, Leute, ich zeige euch das. Machen wir hier einmal eine Wand hin. So, das wird ein waschechter Fahrstuhl. Dafür machen wir zack. Okay, einmal hier. So und zack. Okay, passt auf, so sieht das aus. So, und jetzt pass auf, Braxi. Ich habe hier ein Loch reingemacht. Und schau mal, ich habe jetzt hier so ein Ziffernblatt. Siehst du das? Damit können wir gleich den Fahrstuhl steuern und dann können wir nach unten fahren. Boah, wie cool. Los, beeil dich, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, ich überlege gerade, wie das funktioniert. Ich glaube, ich muss erst die Fernbedienung nehmen. So, dann wird das Ganze einmal verbunden. Genau so. Und jetzt, pass auf, kommt hier einmal das Kontrollzentrum hin. Und jetzt müssen wir das nur noch verbinden. Genau so. Und das ist Etage 1. Perfekt. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt müssen wir nur noch die nächste Etage nach unten machen. Okay, wir haben uns jetzt nach unten gegraben. Geht's euch gut? Ja. Seid ihr bereit, den Fahrstuhl zu bauen? Okay. Okay, pass auf. Jetzt muss hier auch nochmal das Ganze hin. Zack. Und das Ganze ist Etage 2. Perfekt. Und seid ihr bereit, den Fahrstuhl auszuprobieren? Oh, drück drauf. Okay. Und Abfahrt. Wow. Oh, au. Oh. Braxi, du darfst nicht runterfallen. Du musst den Fahrstuhl schon richtig benutzen. Oh, ich bin da runtergefallen. Warte. Halt mich.
Nein, nicht, Hanna! Aua, Hanna. Okay, komm schon. Lass uns jetzt nicht weiter Blödsinn machen. Wir müssen die ganze Erde jetzt mit unserem blauen Stein ersetzen. Komm schon, helft mir. So, alles weg. Hier muss jetzt überall der blaue Stein hin, Leute. Habt ihr schon mal so einen coolen Fahrstuhl gesehen? Ich glaube, das ist mir auf jeden Fall sicher. Okay, jetzt wo wir hier unten sind, Braxy, würde ich sagen, können wir doch auch hier jetzt unseren kleinen Bunker reinmachen. Ich würde sagen, ihr kümmert euch hier unten darum, um den kleinen Bunker und ich mache oben weiter. Wir teilen uns quasi auf, okay? Okay. Okay, Leute, während Braxy und Hanna jetzt unten den Tunnel machen, baue ich hier oben weiter. Weil wir müssen ja jetzt hier noch ganz viel Lava hinmachen. So, Leute, jetzt ganz genau aufgepasst. Ich nehme jetzt Lava und Sand und Kaktus und dann kommt um die Jungspace herum ganz viel Lava und Kakteen. Okay, Braxy kümmert sich um den Kaktus. Ich würde sagen, Brax, was hältst du davon, wenn wir... Oh nein, jetzt wird das Wetter auch noch schlecht. Wenn wir hier außenrum noch Spinnweben hinmachen. Boah, das ist eine gute Idee, denn Mädchen mögen keine Spinnen. Das ist richtig, Leute. Oh Mann, perfekt. Das heißt, wir haben den nächsten Plan. Und zwar müssen wir überall Spinnweben hinmachen. Okay, Leute, schaut. Jetzt machen wir hier überall außenrum noch so richtig coole Spinnweben hin. Hier auch. Und zack. Und weiter. So, jetzt hier vorne noch die letzte Ecke. Braxy, ich brauche mehr Lava. Oh, ich komme. Oh, schaut mal, Leute, wie gut das aussieht. Wir sind gleich fertig. Wir haben jetzt einen richtig langen, großen Lavasee um die Jungspace drum gebaut. Das wird der Oberknaller. Oh, Braxy, komm schon, mach schneller, mach schneller. Ich lauf ja schon, warte mal. Wir brauchen Lava mehr Lava. Ist schwer. Ja, oh, mach schon hier. Nimm dafür das, das brauche ich alles nicht mehr. So, jetzt kommt hier frische Lava hin. Oh, Brax, ich brauche noch einen Eimer. Oh, Mann, Lumi, das ist mein letzter Eimer hier. Okay, warte, Wittl. So, perfekt. Okay, Leute, das sieht doch super aus. Okay, schaut mal. Okay, aber ich habe jetzt hier noch einen kleinen Weg hingemacht, weil... Oh, oh, war das heiß. Man muss sich ja auch noch durchlaufen können. Okay, Leute. Also, ich glaube, unser Jungspace sieht schon mal ganz gut aus. Braxy? Ja? Findest du nicht, wir sollten mal nachschauen, ob es Hanna gut geht? Die ist schon sehr, sehr lange unten im Tunnel. Ich habe schon gelauscht. Ich glaube, mit der stimmt was nicht. Oh nein, wir müssen schnell rein, Braxy. Warte. Ah, helf mir drüber. Oh, okay, wir müssen jetzt schnell hier rein. Festhalten. Und nach unten. Oh. Oh, oh, Hanna? Hi, oh, Jungs. Oh, du hast ja einen richtigen Gaming-Raum eingebaut. Etwa, dass, falls wir länger hier unten bleiben müssen, wir ganz viel zocken können. Ja, und zur Überwachung von den bösen Hannas. Oh, wir dachten schon, dir geht's nicht gut, weil Braxy hat mir erzählt, dass du komisch bist. Kann ich kurz mit dir reden, Lumi? Alleine. Braxy, lass uns alleine. Was ist los, Hanna? Ich habe das Gefühl, dass Braxy mich nicht mag und mich zu den bösen Hannas schmeißen möchte. Oh nein, das werde ich nicht zulassen, Hanna. Mach dir keine Gedanken. Schau mal, du hast so ein schönes Zimmer gebaut. Wir sind hier sicher. Zur Not machen wir die Tür zu. Braxy hat dir gerade so eine komische Tür angebracht. Schau mal, die kann man so richtig cool auf- und zumachen. Ist das nicht cool? Wow! Okay, aber Hanna, wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, Braxy, lass uns den Fahrstuhl runter, du Dussel. Oh, ich werde eingequetscht. Oh, das war knapp. Komm schnell mit, Hanna, wir müssen nach oben. Und los geht's. Und da sind wir wieder. Perfekt. Braxy, wir haben die mit Absicht gemacht, Hanna, weil wir wissen, dass du Angst vor Spinnnetzen hast. Und wenn Hanna Angst vor Spinnnetzen hat, bedeutet das, dass wir somit auch unsere Base umso sicherer machen können. Okay, ich glaube, wir sind noch fast fertig, Leute. Wir fehlen nur noch irgendwie so... Oh, ich weiß nicht. So, irgendwas fehlt hier noch, Braxy. Was meinst du? Sollten wir vielleicht nicht oben ganz viel Stacheldraht hinmachen, falls sie versuchen, drüber zu klettern? Oh, ja. Okay. Mädchen können doch nicht klettern. Hier, dann nimm Stacheldraht und dann helf mir da hoch. Dann machen wir da überall Stacheldraht hin, okay? Okay, komm. So... Oh, pass aber auf, dass du nicht runterfällst. Nein, ich pass auf, Hanna. Mach dir keine Gedanken. Ich krieg das schon hin. So, und zack.
Und weiter geht's, Leute. Hier kommt überall Stacheldraht hin. Glaubt mir, die Base wird so sicher. Ihr habt noch nie so eine sichere Base gesehen. Oh, ich hoffe, wir werden den ganzen bösen Hannas standhalten. Oh, okay, wir haben es gleich geschafft, Leute. Oh, okay, Braxy, ich habe den letzten Stacheldraht platziert. Ich komme jetzt runter, warte. Und... Oh, aua. Oh, hier ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie noch... Irgendwas fehlt da noch. Wir brauchen irgendwie hier außen noch was. Braxy, kannst du mir kurz helfen? Ich habe hier noch so einen Holzzaun. Vielleicht können wir den hier noch platzieren. Braxy, ich brauche deine Hilfe. Komm schnell raus. Wir platzieren hier außen überall noch so Holzzäune. Schau mal. Überall hier kommen so Holzzäune hin. Schaut, Leute. Damit können wir die Base umso sicherer machen, damit die Hannas erst hier gar nicht reinkommen. Siehst du das, Braxy? Schau mal, das sieht doch richtig cool aus, oder? Das ist mega. Ich glaube, so eine sichere Base gab es noch nie. Ich glaube auch. So, Leute, wir machen das jetzt noch fertig. Und ich glaube, dann ist es soweit. Dann kommen die ganzen Hannas. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und den letzten. Perfekt. Okay, das sieht super aus. Leute, wir haben jetzt überall außen noch so einen richtig coolen Zaun rumgemacht. Guckt euch bitte mal an, wie cool das aussieht. Überall. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt eigentlich nur noch oben einen kleinen Turm drauf machen, womit wir mit den Fahrstühlen nach oben fahren können, damit wir auch von oben einen guten Ausblick haben und sehen, ob die ganzen Hannas da sind. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch einmal den Fahrstuhl hier hin machen. Dafür brauchen wir einmal die Aufzugskontrolle oder den Aufzugskontrollblock, so heißt der. Und den machen wir dann einmal hier hin. Achtung. Und zack. Jetzt brauche ich nur meine Fernbedienung. Die machen wir dahin. Und zack. Oh, okay. Also wenn jetzt alles funktioniert hat, müsstet ihr jetzt von ganz nach oben bis hier oben fahren. Denkt ihr, es hat alles funktioniert? Hoffentlich. Was meinst du, Braxy? Ja, drück drauf, du kennst mich, ich kann nicht warten. Oh Mann, Leute, das wäre echt cool, wenn der Fahrstuhl jetzt funktioniert. Wir drücken drauf und zack. Er kommt gefahren. Er ist bis ganz nach oben gefahren. Unser eigener Fahrstuhl funktioniert, Leute. So, das heißt, komm, helft mir hier eine kurze Plattform hinzumachen. Dann haben wir einen richtig coolen Aussichtsturm. So, hier hinten... Okay, schaut mal, jetzt haben wir eine richtig coole Plattform. Braxy, hast du vielleicht einen Zaun? Weil sonst fallen wir noch hier runter. Natürlich, wollen wir einen Elektrozaun benutzen? Ein Elektrozaun, das ist eine coole Idee. Aber warte mal, vielleicht doch nicht, weil sonst verletzen wir uns noch. Ich bin eher dafür, dass wir einfach, warte mal. So, und jetzt, Braxy, komm, wir machen hier einfach so eine kleine Absperrung, damit wir nicht runterfallen. So, also ich glaube, das sollte... warte mal. Warum habt ihr das Holz weggemacht? Weil sieht schöner aus, meinte Hannah. Oh, Hannah, hier geht's aber nicht darum, was schöner aussieht, sondern was sicherer ist. Oh, Mann. Hörst du das? Oh, oh. Die Geräusche kommen wieder. Ich glaube, die ganzen Hannas kommen alle auf Position. Wir müssen schnell unsere Waffen holen. Kommt schnell nach unten. Leute, ich glaube, es ist an der Zeit. Der Kampf beginnt. Oh Mann, ich hoffe, unsere Base ist sicher genug. Also, wir gehen nochmal alles durch. Also, wir haben die Lava außen. Die wird die Mädchen auf jeden Fall aufhalten. Falls das nicht reichen sollte, haben wir auch noch einen Holzzaun. Danach kommen richtig kräftige Spinnweben. Und ich hoffe, davor haben die Mädchen auf jeden Fall Angst. Wenn das immer noch nicht reichen sollte, kommt der Kaktus zum Einsatz. Der wird auf jeden Fall ganz doll pieksen, also ich hoffe, der hält das aus. Und falls das immer noch nicht reicht, haben wir in der Base ganz viele Laser platziert. Die sind richtig, richtig heiß. Und falls der Laser nicht ausreicht, haben wir noch richtig dolle Stacheln. Die sind auch richtig, richtig stark. Und nicht zu vergessen ist unser Fahrstuhl, der bis nach unten in den Keller geht. Und zu guter Letzt gibt es noch den einzig wahren Braxy. Der steht uns auch zur Hilfe. Aber das reicht jetzt auch. Wir haben genug Filme gemacht, Braxy. Jetzt, okay. jetzt sollten wir wirklich anfangen. Weil ich glaube, die ganzen Mädchen kommen schon. Oh, weia. Okay, aber Braxy, wo ist Hannah? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Hannah? Oh, die ist hier drin. Da bist du. Wir müssen in den Keller. Wir müssen jetzt auf das Zeichen warten. Oh, kommt alle nach unten. Zack, es geht los. Okay, jetzt alle auf die Plätze. Kommt schon. Tür zumachen.
Okay, guck in die Kameras. Wie sieht's aus, Braxy? Oh. Der Alarm bricht aus. Oh nein. Hört ihr das, Leute? Oh nein. Meinst du, es geht los? Aber sowas von. Oh Mann, Leute, es ist an der Zeit. Jetzt wird sich entscheiden, ist die Jungspace sicher genug, um die Mädchen zu besiegen? Oh, bleib bis zum Ende dran. Jetzt wird es richtig spannend. Okay, Braxy, ich würde sagen, wir schauen jetzt nach oben und gucken, wie es aussieht, okay? Okay, Hannah, willst du mitkommen oder hast du Angst? Ich hab Angst, ihr habt das Spinnennetz hingemacht. Geht selber hoch. Wir kriegen das schon hin. Es geht los, Leute, kommt schon. Oh, Hannah, jetzt hab dich nicht so. Komm her. Mann. Oh, unser Jungspace schafft das schon. Ab nach oben. Auf Position 3. Wir fahren jetzt ganz nach oben. Oh, ich hoffe, dass die Oh, warte. Nein. Oh. Nein. Nein. Oh. Hannah, das bist alles du. Guck dir an. Oh, die kommen rein. Braxy, wir brauchen einen Bogen. Schnell. Schieß sie ab. Oh, das sind viel zu viele. Oh, Hannah, guck dir das an. Die wollen alle in die Base eindringen. Die kommen schon rüber. Schieß! Oh mein Gott. Schon. Kommt, schießt um euer Leben. Nehmt das, ihr bösen Monster. Hannah, komm schon, du musst schießen. Wir müssen unsere Base verteidigen. Das sind viel zu viele Mädchen. Oh weia, nehmt das. Okay, Braxy, die kommen immer näher. Die sind schon direkt vom Aufzug. Komm schon, wir müssen die alle abschießen. Und zack. Oh. Oh. Die kommen alle, die kommen. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das sind viel zu viele. Oh. Ihr müsst uns alle die Daumen drücken. Komm schon, die Jungspace muss das aushalten. Wo sind alle Jungs? Lass schnell ein Like da. Wir müssen das schaffen. Nehmt das, ihr Monster. Oh. Ich glaube, das sind zu viele, Braxy. Wir schaffen das. Warte mal. Warte mal. Seht ihr das, Leute? Die haben den Zaun durchbrochen. Braxy, schau mal. Oh nein. Die sind schon alle unten. Das wird zu viel. Braxy, wir sollten jetzt nach unten gehen. Das schaffen wir nicht mehr. Komm schnell. Hannah, komm schnell her. Wir müssen nach unten. Okay. Oh, Leute, was sollen wir nur machen? Oh, sieht's hier gut aus? Ich glaube... Oh. Hier sind überall Hannahs. Braxy. Aua, Hilfe! Braxy, komm rein, das sind zu viele. Oh, wir müssen wieder nach oben, schnell. Oh, warte mal, Braxy. Oh, die sind alle hier drin. Oh, die sammeln sich hier alle. Braxy, die sind vorm Eingang. Wir haben ein richtig dickes Problem. Und warte mal, wo ist Hannah überhaupt? Oh nein, nicht, dass wir Hannah jetzt... Vielleicht ist Hannah im Keller. Braxy, wir müssen unsere Jungspace verteidigen. Schieß so viele Pfeile, wie du kannst. Oh, Leute, das sind echt zu viele. Ich glaube, wir schaffen das nicht, Braxy. Wir müssen Hannah suchen. Wir müssen wieder nach unten. Komm schon. Wir fahren jetzt ganz nach unten. Komm schon. Hannah, bitte sag, dass du hier unten bist. Hannah? Lumi? Braxy, sag nicht, wir haben Hannah verloren. Leute, was sollen wir nur machen? Braxy, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Hannah finden. Und das kann nur einer von uns beiden. Ich mache das, Braxy. Es ist meine Aufgabe. Nein, Lumi, warte. Wir haben keine andere Wahl, Braxy. Unsere Base hält das sonst nicht stand. Oh, Goldäpfel. Oh, eine Diamantenrüstung. Braxy, ich danke dir. Bleib du hier unten und pass auf dich auf. Oh Mann, Leute. Wir müssen Hannah jetzt befreien, wo auch immer sie steckt. Es ist an der Zeit zu kämpfen. Wo seid ihr, ihr bösen Monster? Oh. Das sind echt ein paar viele. Oh weia. Oh, Leute. Ich glaube... Oh mein Gott, das sind viel zu viele. Oh mein Gott. Oh nein. Leute, oh Mann. Oh, Hannah, wo bist du? Ich ruf dich. Hannah. Oh, wo bist du? Ich find dich nicht. Oh, das sind zu viele. Braxy. Wo bist du? Ich hab's nicht geschafft, Hannah zu finden. Leute, wir brauchen einen Plan B. Es sind,
Es sind einfach viel zu viele Mädchen, die versuchen, unsere Base zu attackieren. Was sollen wir nur machen? Rex. Rexy. Rexy, ich bin hier. Ich konnte Hannah nicht finden. Drück auf den Knopf. Den Knopf, um die Waffen zu aktivieren. Ja. Meinst du, wir sollten das tun? Ich meine, es besteht die Möglichkeit, dass die Raketen die komplette Base zerstören und wir auch dabei sterben, Braxy. Drück da drauf. Bist du dir sicher? Braxy, ja. Das könnte unser Ende sein. Wir müssen es tun. Drück drauf. Braxy, ich drück drauf. 3, 2, 1. Braxy? Tommy? Geht's dir gut? Oh, mein Kopf tut weh, es war so laut. Oh nein. Braxy, oh nein. Unsere Base. Wir müssen nach oben. Schnell. Oh nein, der Fahrstuhl. Oh nein, wir können nur bis nach ganz oben fahren. Bitte sag das. Oh nein. Aber alle Mädchen sind verschwunden. Die Bombe hat alles zerstört, Braxy. Aber wo ist Hannah? Hannah? Oh nein, Leute. Ich glaube, wir haben Hannah verloren.